Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine erfrischende Sommertorte, und zwar eine Winzertorte. Ja, und die ist natürlich belegt mit leckeren Trauben, dunklen und hellen Trauben und gefüllt mit einer leckeren Weinquark-Sahne-Creme. Und natürlich besteht sie auch aus meinem Biskuit. Den kennt ihr ja alle schon, hoffe ich. Wenn nicht, ich verlinke euch den Biskuit nochmal oben auf dem kleinen i. Und alle Infos zum Rezept findet ihr hier unten in der Infobox, wie immer. Hier einfach den kleinen grauen Haken drücken. Dann öffnet sich unten unter dem Video eine Textbeschreibung. Und dort findet ihr dann alle Zutaten und auch den Link zum Rezept zu meinem Blog. Da könnt ihr das Rezept auch ausdrucken und da müsst ihr jetzt gar nicht mitschreiben. Ja, die Torte ist super erfrischend und genau richtig geeignet für den Sommer. Und ihr könnt sie natürlich auch mit anderen Früchten des Sommers belegen, mit Erdbeeren, Kirschen, Stachelbeeren. Also da, alles was da ist, kann obendrauf geschmissen werden sozusagen. Ein super Rezept, super wandelbar. Aber ich zeige sie heute mit den leckeren Trauben. Und wir fangen gleich an mit der Herstellung unserer Quark-Sahne-Creme. Denn den Biskuit, und zwar den halben Sugar Princess Biskuit, den habt ihr euch am Tag vorher vorgebacken. Und den werden wir uns dann einfach zweimal durchschneiden. Wenn ihr was im Tiefkühler habt, einen Rest zum Beispiel von einer anderen Torte, auch perfekt. Ich mache es jetzt auch so. Ich hatte noch eine von unserer Konfirmation übrig. Und da brauche ich ja, wie gesagt, nur den halben Sugar Princess Biskuit. Und das passt für mich jetzt für diese Torte ganz genau. So, als erstes werden wir uns die Gelatine einweichen mit kaltem Wasser. Das sind 6 Blätter Gelatine. Natürlich könnt ihr auch Agatine, Agar-Agar oder Gelatine Fix verwenden. Dann einfach nach Packungsbeilage vorgehen. Die Gelatine muss 5 Minuten einweichen. Die stellen wir uns einfach gerade zur Seite. Und dann werden wir uns den Quark in eine Schüssel geben. 500 Gramm. Und zwar nehme ich da Halbfettstufe. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch Magerquark verwenden. Da kommt nun 150 Gramm Zucker hinzu. Die Schale einer Bio-Zitrone. Ich nehme jetzt mal nur die Hälfte. Darauf achten, dass ihr das Weiße nicht mit abreibt, denn das schmeckt dann bitter. Und den Rest der Zitrone werde ich mir nicht wegwerfen, sondern die Schale werde ich auch noch abreiben und sie einfach dann auf einem Tellerchen in der Küche trocknen lassen. So habe ich immer getrocknete Zitronenschale daheim. Hinzu kommt jetzt noch der Saft der Zitrone. Gerade dazu pressen. Ich nehme da den Saft von der ganzen Zitrone, aber ihr könnt auch nur die Hälfte verwenden. So, und da das Ganze eine Winzertorte sein soll, werde ich noch etwas Wein hinzugeben. 80 Milliliter Wein oder Traubensaft hinzu. Dann können wir uns das Ganze verrühren, einfach schon mal mit dem Schneebesen. So lange verrühren, bis sich der Zucker halbwegs aufgelöst hat. Ganz wichtig. Und jetzt können wir uns die Gelatine schon ausdrücken und etwas erhitzen. Entweder in der Mikrowelle ein paar Sekunden oder in einem Töpfchen auf dem Herd. Und sie dann aufgelöst hier angleichen und dazugeben. Und dann schlagen wir uns noch die Sahne steif, heben sie unter und dann ist unsere Creme für die Torte auch schon fertig. Die Gelatine ist schön wabbelig geworden. Dann können wir sie uns ausdrücken zwischen den Fingern einfach, dass einfach möglichst wenig Wasser noch übrig bleibt, und geben sie in ein extra Töpfchen. Wir haben ja genug Flüssigkeit in unserer angerührten Quarkcreme, die Zitrone und den Wein, und da brauchen wir jetzt nicht noch extra. Das heißt, dieses Wasser kommt weg und die Gelatine muss jetzt noch aufgelöst werden. Sie darf allerdings nicht kochen. Ich werde ganz oft gefragt, ja, warum hat meine Creme nicht gehalten? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr die Creme zu heiß gemacht habt. Sie darf wirklich nicht kochen, also lasst sie nur ganz kurz in die Mikrowelle. Achtet darauf, dass sie wirklich nicht kocht, auch auf dem Herd nicht, denn sonst wird eure Creme nichts und hält einfach nicht. Ich mache sie so ungefähr 20 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle. Das reicht absolut aus. Sogar nur 15 Sekunden und ihr seht, die ist jetzt schon ganz aufgelöst. Da muss man nicht länger und die ist auch schon gut warm. Also wie gesagt, das kann der Grund sein dafür, dass eure Cremes nichts werden, dass ihr einfach
die Gelatine zu heiß gemacht habt. Da die uns jetzt viel zu heiß ist, wir können sie jetzt so nicht in unsere Quarkcreme rühren, müssen wir sie angleichen. Das habe ich in vielen Videos schon gezeigt. Ich zeige es trotzdem nochmal, denn im Grunde ja, muss man das bei jedem Video wiederholen. Es können ja auch neue Leute dazu gekommen sein. Ja, und da haben wir jetzt unsere Quarkcreme und die aufgelöste Gelatine. Und da geben wir jetzt von der Quarkcreme so etwa 3 bis 6 Esslöffel hier hinein. Am besten unterrühren, da kann auch wirklich nichts passieren. Damit sich die Temperaturen der beiden Flüssigkeiten einfach angleichen, damit da einfach nichts klumpt. Schon ist die Gelatine schön angerührt und hat ungefähr dieselbe Temperatur wie unsere Quarkcreme. Und so können wir sie jetzt auch hier mit hineinrühren und da klumpt dann auch nichts. Das scheint immer so ein bisschen umständlich, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig und dient halt dazu, dass ihr wirklich eine glatte Creme haben werdet. Einrühren, unterrühren. Wunderbar. Jetzt können wir uns unsere Quark-Weincreme einfach ein bisschen in den Kühlschrank stellen, so ungefähr 10 Minuten, damit sie einfach angelieren kann. Und in der Zeit schlagen wir uns die Sahne steif und dann können wir das Ganze kombinieren. 125 ml gut gekühlte Sahne in eure Rührschüssel geben und gerade steif schlagen. Ich mache das immer so, dass ich erst anschlage und dann erst hochschalte, dann spritzt das nicht so. Wunderbar, die Sahne sollte schön schnittfest geschlagen sein und jetzt heben wir sie uns einfach unter unsere Quarkcreme und dann ist die Füllung für die Torte auch schon fertig. So, hier haben wir unsere angelierende Creme. Das merkt man immer daran, dass sie so am Rand so ein bisschen dicker wird oder insgesamt ein bisschen dicker wird. Sie muss jetzt nicht schon richtig fest sein, das ist eher nicht so gut. Dann entstehen eher Klümpchen, einfach so, dass sie so ein bisschen kalt ist, das ist schon mal gut. Und wir geben einfach die Sahne hinzu. Und heben die gerade noch mit unter. Sehr lecker. Schon fertig ist unsere wunderbare Quark-Sahne-Weincreme. Und jetzt werde ich mir einfach noch den Boden durchschneiden und dann kann ich die Torte auch schon füllen. Und dann muss sie erstmal eine Runde in den Kühlschrank, damit sich das Ganze festigt. Und dann können wir sie oben auf dekorieren. Gerade beiseite stellen. Ja, und das ist hier mein halber Sugar Princess Biscuit. Den Rest habe ich für eine andere Torte verwendet. Und den schneide ich mir jetzt einfach hier in der Hälfte durch. Ich habe ja hier wie immer mein Tortenmesser, das so richtig schön funktioniert. Also für mich ist es das beste Werkzeug zum Torten gerade durchschneiden. Denn früher hatte ich das nicht und dann wurden sie mal schief und krumm. Also ich kann euch es nur empfehlen. Geht super einfach. Und schon ist man durch. Ja, wunderbar. Hier haben wir unsere beiden Böden und dann können wir uns die Torte auch schon füllen. Los geht's. Hier habe ich meine Tortendrehplatte, Tortenretter, Tortenpappe, den unteren Boden. Und hier müssen wir natürlich einen Tortenring drumherum stellen, weil einfach unsere Creme noch viel zu flüssig ist. Die würde uns sonst rauslaufen. Schaut, dass ihr ihn gut festzieht, aber nicht zu fest, denn sonst bekommt ihr den oberen Boden nicht mehr drauf. So. Und jetzt die leckere Quark-Sahne-Weincreme. Einfach darauf gießen. Super lecker. Ach, ich liebe solche Torten, die so schön erfrischend sind. Natürlich könnt ihr in eine solche Creme auch noch Früchte unterheben. Je nachdem, was ihr eben oben auflegt. Dann eben Trauben auf den Boden unten oder Erdbeeren in die Creme oder Himbeeren. Also die Torte ist super wandelbar. Ja, und jetzt legen wir einfach noch unseren abschließenden Boden hier oben drauf. Vorsichtig drauf gleiten lassen. Und ganz, ganz vorsichtig festdrücken, dass jetzt nicht die Creme nach oben kommt. So. Und das jetzt gar nicht weiter anrühren. Mindestens 4 Stunden, besser über Nacht in die Kühlung. Und dann können wir uns die Torte finalisieren. So, meine Torte ist schön fest geworden. Sie war bei mir über Nacht wie immer abgedeckt im Kühlschrank. Und jetzt können wir uns auch schon die Trauben auflegen. Die habe ich mir vorher gewaschen und getrocknet schön und halbiert. Und nehmt am besten Trauben ohne Kerne. Dann knackt es nicht so, wenn man in die Torte beißt. Und ja, da fehlt uns nur noch unser Guss. Da müssen wir eine kleine Kühlzeit noch einlegen. Und dann können wir die Torte auch schon probieren. Ja, und fürs Belegen lasse ich den Rand einfach dran. Dann geht es einfacher. Und
Fang mal mit Grün an. Wenn ihr Obst verwendet, das etwas saftiger ist als Trauben, die gehen jetzt noch, die sind eigentlich nicht so großartig saftig und geben nicht so viel Flüssigkeit ab, dann könnt ihr hier auch noch etwas Stärke aufstreuen, etwas Sahnesteif zum Beispiel, damit der Boden nicht durchweicht. Oder aber man könnte eine Schicht weiße Schokolade hier auf den Boden geben, damit einfach der Boden nicht durchsaftet. Oder dunkle Schokolade, am besten mit etwas Palmin, damit sich das besser schneiden lässt. Sonst wird die Schokolade so arg hart. Genau, da gehen wir jetzt einmal hier rum außen mit Grün. Dann kommt Blau und dann gucke ich mal, ob ich noch abwechsle oder ob ich dann mit Blau komplett fülle. Und natürlich sind auch hier Erdbeeren denkbar oder eine Fruchtmischung. So, ich bin einmal rum, einmal ringsrum grün. Jetzt kommen die blauen Trauben und ich denke fast, ich werde mir das Ganze so ein bisschen abwechseln. Mal gucken, wie es aussieht. Je nachdem, wie viele Trauben ihr habt, von der einen und von der anderen Sorte, könnt ihr da so ein bisschen variieren. Und ihr seht, was für einen wunderschönen Effekt das einfach macht, wenn man die Trauben so schön abwechselt. Natürlich schauen, dass man möglichst gleich große Trauben verwendet. Ich gehe jetzt nochmal hier rum mit einem grünen Ring, denn ich finde, die Abwechslung ist wirklich wunderschön. Genauso gut könnt ihr aber auch natürlich alles mit Blau füllen oder umgekehrt. Ja, und ich werde das jetzt abwechseln. Jetzt kommt wieder Blau. Und in die Mitte nochmal Grün. Und ja, dann ist unsere Torte schon fast fertig. Hier müssen wir gucken, dass wir die hier noch reinkriegen. Zwei passen rein. Sieht toll aus, wirklich sehr, sehr dekorativ. Fehlt nur noch unser Guss. Und dafür lassen wir den Ring jetzt auch dran, denn dann fließt uns einfach nichts runter. Wir stellen das Ganze kalt und danach holen wir die Torte raus und probieren sie. So, und für den Tortenguss vermischen wir uns einfach 2 Esslöffel Zucker mit dem klaren Tortenguss. Und das werden wir jetzt gleich in unsere Flüssigkeit einrühren. Und da habe ich jetzt hier einfach Saft, und zwar hellen Traubensaft, mit etwas Wein genommen. Wenn Kinder bei euch mitessen, dann könnt ihr einfach nur Fruchtsaft nehmen und vielleicht ein bisschen mit Wasser verdünnen. Insgesamt sollten es 250 Milliliter Flüssigkeit sein. Das kochen wir uns jetzt zusammen mit dem Pulver auf und dann ist unser Guss auch schon fertig und wir können ihn auf die Torte gießen. So, der Wein ist bei mir schon im Topf. Da kommt jetzt unser Pulver hinzu, das rühren wir uns gerade mit ein. Und zwar solange die Flüssigkeit noch kalt ist, bitteschön. Sonst klumpt's. Und dann kochen wir das kurz auf. Ungefähr 1 Minute und dann können wir den Guss 1 Minute abkühlen lassen und dann kommt er auf die Torte. Und sobald unsere Flüssigkeit kocht, dann 1 Minute kochen lassen und wirklich unterrühren, damit da einfach nichts klumpt und anbrennt. Vom Herd nehmen, 1 Minute abkühlen lassen und jetzt kann der Guss auch schon auf die Torte gegeben werden. Wir fangen in der Mitte an. Und jetzt könnt ihr mehr oder weniger Guss drauf geben. Das ist natürlich ganz euch überlassen, sodass die Trauben etwas mehr rausschauen oder dass sie einfach wirklich völlig bedeckt sind. So, wunderbar, nach kurzer Zeit bei mir im Tiefkühler, ein paar Minuten, nur 10 Minuten, ist der Guss fest und wir können die Torte vorsichtig vom Rand lösen. Und dabei sieht man auch, ist er wirklich fest oder nicht. Und wir können den Ring lösen. Vorsichtig, wie immer. Nehmt euch dafür Zeit. Und da kommt unsere Winzertorte. Sehr schön. Ja, so sieht unser Törtchen aus. Richtig schön dekorativ und ein modernes Törtchen. Und ich würde jetzt auch hier den Rand nicht groß dekorieren. Ihr könnt natürlich noch Sahne angeben, Mandelblättchen. Aber ich finde, die Torte ist so durch diese dekorative Form der Trauben hier oben auf
schön genug und wir wollen uns ja auch nicht verkünsteln, wenn es so heiß ist im Sommer. Ja, und da können wir jetzt probieren. So, dann schneide ich das gute Stück mal an. Gehen wir mal hier rein. Da kommt unsere leckere Winzertorte. Eine super Torte, finde ich richtig klasse. Ich liebe ja so etwas innovative Torten auch. Mal schauen, wie sie schmeckt. So, das Törtchen ist fotografiert und ich kann es für euch probieren. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ich finde es jetzt gerade so lecker. Es ist irgendwie so sommerlich und schön. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Nochmal einen. Ja, ihr seht die Schichten wunderschön mit dem Biskuit und der leckeren Quark-Sahne-Weincreme. Die Torte schmeckt sehr gut, sehr interessant. Es ist mal was anderes. Für Weinliebhaber oder zur Weinlese oder zu einem Fest irgendwo auf einem Bauernhof genau das Richtige. Gerade die Creme schmeckt so richtig schön, so ein bisschen nach Wein, aber auch nicht aufdringlich. Und dann obendrauf die Weintrauben und der Weinguss. Also Leute, ich sag euch, eine super Torte für den Sommer, besonders für den Spätsommer und natürlich für die Weinlese. Das war mein wunderschönes Winzertörtchen. Ich finde, es ist ein richtig schönes Rezept für den Sommer und lässt sich auch super leicht abwandeln. Also mit anderen Früchten, mit anderem Obst, noch mit Schlagsahne obendrauf oder Schlagsahne an den Rand und Mandelblättchen oder Schokolade. Also da könnt ihr richtig mit experimentieren. Und da freue ich mich natürlich wie immer auf eure Fotos. Alle Links dazu, Facebook und Instagram, findet ihr hier unten in der Infobox, in der Videobeschreibung. Das kleine graue Häkchen anklicken, dann seht ihr den Text unter dem Video und dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Informationen zum Rezept, Zutaten und der Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept auch ausdrucken, habe ich glaube ich am Anfang auch schon gesagt. Ja, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das hier unten auch gerne tun. Einfach dann auch die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Und nun wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Freude beim Nachbacken und bis nächsten Sonntag. Tschüss!